Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer M3D bei dem Hero Brainwall Staffel 2. Und hier ist unsere wunderschöne Farm. Wenn man das mal wunderschön nennen kann. Sie wird zumindest noch bombastisch. Und ja, es wurde sich sogar gewünscht, dass die fertig gemacht werden soll. Ja, das fand ich ja mal richtig spannend, weil normalerweise heißt es immer: Oh, Master, du baust wieder zu viel. Wo ist das? So. Wollen wir mal gucken. Wir haben ja einen Heiltrank bekommen. Warte mal, den will ich jetzt mal wegpacken. Ich habe keinen Platz, ich habe kein Holz. Stimmt, irgendwas war da, ja. Eigentlich wäre es ja jetzt clever, wenn man erstmal rausgehen würde, ne? Und, tja, den ganzen Scheiß ablädt. Oder wir machen mal hier noch ein bisschen weiter. Das ist halt die. Stimmt, ich habe gar keine Spitzhacke mehr. Da war doch irgendwas, ne? Ja, und ich habe ja gar kein Holz, also wird das nichts. Na toll, Alter. Hilfe. So. Okay, ja gut, dann ist es ja klar. Dann gehen wir jetzt erstmal raus, holen Holz und dann kommen wir wieder zurück. Beziehungsweise, wir können ja den ganzen Schrott hier mal abladen. Wird ja wirklich mal langsam Zeit. Wobei man auch dazu sagen muss, wir haben eigentlich kaum Platz, ne? Oh, ich kann mir eine Diamantspitzhacke machen. Oh, ich dreh durch, ich werde nervös. Warte, nee, hier geht's hoch. Alter, ich muss ja auch unbedingt mal Treppen und so machen. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Oh, hallo Zombie. Du bist ja süß. Was geht ab? Lass mal deine Goldrüstung fallen. Die sieht sogar verzaubert aus, ne? Ja, der Kopf und die Schuhe sind verzaubert. Geier, würde ich mal behaupten. Oh. Alter. Man könnte meinen, hier ist schon wieder irgendwo so ein Zombie-Spawn oder so ein Kram, weil das hier ziemlich was abgeht. Habe ich noch Fackeln? Nö, ne? Also ich sehe zumindest gerade keine. Schade. Ja gut, da muss noch ein paar Fackeln machen, weil noch ein bisschen Ausleuchten muss hier sein. Also hier so, wo es noch ein bisschen dunkel war. Aber ansonsten sieht das hier alles schon sehr geschmeidig und knackig aus. Geil. Schlecht. Boah, Alter, ich sehe gar nichts. Nein, ich sehe ein Skelett. Oh. Ach, weißt du was? Ich kann auch hier warten. Oh, ist doch gar kein Problem. Ich bleib einfach hier unten. Ja. Hier werde ich glücklich. Hallo. Alter, sogar zwei. Was ist denn los? Das war eine richtig schöne Party gerade. Mann, Mann, Mann. Haben die Pfeile fallen gelassen? Yeah. Ja, so ein Skelett-Spawner ist halt schon richtig edel, muss man mal dazu sagen. Da hat man schon echt tolle, feine Sachen dafür. Also, die man kriegen kann natürlich. Schnauze! Ein Schaf sollten. Au! Oh Gott. Alter, Alter, Alter. Geh drauf, geh drauf. Was ist jetzt schon wieder? Meine Güte. Es geht nie ab. Schnell was essen. Ich brauche Heilung. Wir haben ja volle Rüstung. Also, ach, wartet mal, Freunde. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Moment, das muss ich auch gleich mal machen. So, erstmal eine sichere Gegend finden. Wir haben hier kein Holz. Alles klar. Dann kann ich dieses mal reinklatschen. Komm dann, egal. Ab ins Haus. Ab ins Haus. Wenn ich es mal finden würde, halt, ne? Weil dann sind wir auch sicher. Außer natürlich, ne, M3D steuert die ganze Sache hier. Dann ist man niemals sicher. Aber jetzt mal im Ernst, meine Freunde. Gleich sind wir sicher, dann möchte ich euch was ganz Tolles zeigen. So, zack, zack. Jetzt ist erstmal Movement gefragt. Alter, ich komme hier nicht durch. So, ja. Nicht in die Höhle reinfallen, das hatten wir auch schon mal das Problem. War unangenehm. Alles klar. So, meine Freunde, guck mal, was ich euch zeigen möchte. Zack, 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 zack. Ich habe einen neuen Skin. Yimmy! Den hat mir Cindy Schneeflocke gemacht. Und dafür nochmal herzlichen Dank. Der gefällt mir einfach nur super. Warte mal, auf F5 kann man das. Twitch Streaming? Nee, nicht wirklich. Wo war das gewesen? Achso, ich habe gerade auf F6 gedrückt. So, hier von hinten und von vorne. Ja, das ist halt jetzt mein Mauszeiger-Dingsbums im Weg. Aber naja, macht ja nichts. Auf jeden Fall sehr geil. Und jetzt weiß ich auch, warum ich nie in meinem Leben den Skin verändert habe, meine Freunde. Weil das muss man ja online machen. Das habe ich ja noch nicht mal gewusst, ey. Ich dachte so, hä? Wo kann ich das hier machen? Weil früher musste man das ja, soweit ich weiß, ins Texture Pack da einarbeiten. Das geht jetzt nicht mehr. Das macht man jetzt online. Das ist schon interessant gewesen, auf jeden Fall. So, die Truhe ist voll. Ich packe jetzt einfach mal jeden Schrott hier weg. Ich habe keine Ahnung, wofür ich den ganzen Kram hier brauche. Diamanten. Machen wir uns eine Diamantspitzhacke? Ja. Wobei, wir brauchen auch einfach einen Verzauberungstisch. Warte mal. Der würde mir eigentlich gerade mal mehr gefallen. Tschu, haben wir. Lapis Lazuli, willst du? Nee, nicht Lapis Lazuli, wie heißt denn das nochmal? Obsidian, so hieß das. Zwei Stück, ja, damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen. Nicht. Gut, dann machen wir es erstmal weg. Pass mal auf. So, zack, zack. Das ist schon mal super. Sehr viel Eisen haben wir ja hier auch. Das müssen wir auch mal wieder wegpacken. Jetzt habe ich die Fackeln weggelegt. Ich bin auch so blöd manchmal. Die Kohle, weil ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen was draus machen, aber naja, ist egal. Also, ich brauche eine Spitzhacke. So war's. Machen wir gleich mal zwei Stück. Zack. Wunderschön. Was fehlt noch? Irgendwas wollte ich noch machen gerade. Ich hab's vergessen. Genau, Fackeln. Fackeln war es gewesen. Fackeln. Ja, nehmen wir jetzt einfach die 12 Kohle hier. Ich weiß
weiß gar nicht, müssen wir noch mehr Kohle organisieren oder haben wir zu wenig? Wo ist denn hier was? Hier ist noch 5 Kohle. Ja, komm, machen wir auch mal als Fackeln. Man kann nie genug Fackeln haben. So. Wie sieht's hier aus? Ja, wir brauchen Kohle, Alter. Das hätte ich auch niemals für möglich gehalten, muss ich mal zugeben. Aber erstmal gehen wir schlafen. Ne, das muss ja auch mal sein. Gesunder Schlaf ist einfach das A und O, meine Freunde. Und ihr könnt euch sicher sein, ich werde bald angeln, bis ich ins Krankenhaus komme vor Angelwut, weil man kann da tolle Sachen angeblich finden. Was heißt angeblich? Man hat es mir gesagt und ich glaube das natürlich. Es ist halt nur nicht häufiger, aber das hat nichts zu heißen. Ne? Ich bin da gerne für bereit und verschwende da gerne mal ein paar Folgen zum Angeln. Oh, es geht hier schon wieder ab, ey. Was ist mit euch los? Ihr kommt ja hier in Massen. Und lasst nie was fallen, ihr Geier. Obwohl, der eine hat, glaube ich, was fallen gelassen, oder? Ja, okay. Fleisch, das braucht kein Mensch. Na gut. Und noch eine liebe Spinne. Süß. Spinni. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zur Farm zurück. Man kennt das ja, ne? Da werden wir ja noch ein bisschen ausleuchten. So ein ganz kleines bisschen. Alter, das Essen geht so schnell weg. Klar, ich weiß, Freunde, ich sprinte ja auch, aber das ist trotzdem echt extrem. Muss ja so nicht sein, oder? So, zack, zack. Zack, zack. Mal hier ein bisschen ausleuchten. Ja, Kohle hätte man jetzt eigentlich mitnehmen können, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Und hier wird doch viel besser ausgeleuchtet, wenn wir hier einen ordentlichen Weg runter machen, weil es muss ja auch irgendwann mal ein bisschen ordentlicher sein. Das ist ja gerade unter aller Sau, was hier passiert. So vom Äußeren her. Und ihr seht ja, ich tue gerade extra nochmal extrem ausleuchten. So, hier ging es zu Linkspunkt runter, ne? Warte mal, Spitzhacke. Noch was essen. Ja, hier muss auch noch ein kleines bisschen ausgeleuchtet werden, weil umso effektiver ist halt diese Spinnfarm, die EP-Farm, die wir im Endeffekt machen werden. Hier wollte ich auch noch was mal hinmachen. So. Sieht schon viel besser aus. Hier war der Weg dahin, ne? Ja, das ist auch alles dumm gemacht hier irgendwie. Irgendwann muss man sich echt mal drum kümmern. Aber gut, hat ja Zeit. Hat ja alles Zeit, ne? Das ist ja jetzt so kritisch oder sowas. Alter, ich bin falsch lang gelaufen. Cool. Ich hab mich verlaufen. Yeah. Dabei war das eigentlich der einfachste Weg, den man haben kann. Da sieht man mal, wie wichtig so ein richtiger Weg ist. Also pass mal auf, wir gehen mal wieder zum Anfang zurück, damit ich überhaupt einigermaßen die Orientierung halten kann. Wo sind wir denn hier? Hier war der Ausgang, Eingang, was war hier? Genau. Hier war der Ausgang, ja. Also wir sind dann hier lang gelaufen und dann hier rein. Das war eigentlich der Standardweg. Hier machen wir noch eine Fackel. Und dann hier runter, ne? So war es doch gewesen. Jo, das kann natürlich wiederum sein. Ah. Ist jetzt nicht so effektiv, die Fackel, aber ist scheißegal. Na gut, ja, das sieht doch gut aus. Sehr schön, alles klar. Habe ich noch Holz mitgenommen? Ja, ich bin noch ein lebendes Genie, wunderbar. Zack, 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 zack. Schön. Und rein damit. Was habe ich hier? Trank der Feuerresistenz. Wer braucht denn sowas? Moment, wo ist die Kiste? Ach da. Oh, bin ich doof. Yeah! So muss das sein. Wobei, warte mal, das nehmen wir noch gerade mit. Leiter nehmen wir auch mal mit, falls wir nicht mehr hochkommen. Eisen packen wir weg, das steht schon mal fest. Ansonsten sieht das hier sehr gut aus. Da haben wir schon mal alles, was wir brauchen werden. Super. Trank der Feuerresistenz nehme ich mal mit. Ich weiß noch nicht warum, aber man kann es ja mal mit sich rumschleppen. Und damit... Och, hallo. Wo kommen Sie denn her? Hm? Möchten Sie vielleicht was kaufen? Hm? Hm? Ja, vielleicht, bitte. Gut, ja. Wie war das gewesen? Genau, wir wollten hier runter. Muss ja alles hier noch ordentlich ausgekleidet werden. So ist es ja jetzt nicht. Badatsch, badatsch. Ich muss mitzählen. Wie viele Dinger waren das jetzt? Boah, Alter. Ich bin auch so blöd manchmal. Warte mal. Ab hier. 1, 2, 3. Ja, 4, 5, 6. Das machen wir mal so. 6, 7, 8. 9. Ah, komm ich da dran? Nein, warte, aber so. 10. So, das sind schon mal 10. Es geht, muss ja auch nicht weit runter. Soweit ich weiß, nur 16 Blöcke. Und dann ist das eigentlich auch schon fertig, ne? Da muss man es mal testen. Aber das kommt erstmal noch alles dran. Wir bringen jetzt erstmal alles auf diese 10er-Ebene, damit man sich das gut merken kann. So, dafür muss natürlich noch ein bisschen ordentlich gemacht werden. Man kennt es ja, ne? Diesen typischen M3D-Fetisch, den er da hat. Ist ja furchtbar, aber es muss sein. Zack, zack. So, die Steine kann man auch wieder aufsammeln. Was hier? Was geht denn hier ab? War das dieser komische Wassergang? Ja, ne? Ja, den kann man jetzt eigentlich zumachen, aber ist mir jetzt auch grob egal. Einfach ausgeleuchtet. So, fertig. Merkt keiner. Hat ja keiner gesehen, ne? So, das kann man mal noch so machen. Ist ja nicht schlimm.
zack, 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 zack. Perfekt. Jetzt hier noch. Es hat jetzt natürlich ein bisschen aufwendig, das alles schön auszukleiden, ist ja klar, aber ihr werdet sehen, meine Freunde, es hat alles seinen Sinn. Ne? Ich muss gerade mal noch zählen, warte mal. Und zwar soll ja alles dreierbreit sein. Hier haben wir es schon, das heißt, hier muss nur noch hier weggemacht werden. Hier mache ich übrigens keine Fackeln hin, das kann man sich ja schon denken, weil sonst, ne, ist ein bisschen doof wegen der Spawnrate dann. Das ersparen wir uns, meine Lieben. So, da haben wir sogar schon ein paar gemacht. Zack, 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 zack. Sehr geil. Ja, mit der Diamantspitzhacke wären wir jetzt hier wahrscheinlich schon fertig, aber macht ja nichts. Man hat ja Zeit, ist geduldig, ne? Hier wollte ich doch den Wasserlauf machen, oder was ist das hier alles? Keine Ahnung, ne? Scheißegal, gehört dir nicht her, fertig. Zugemacht, hat keiner gesehen, kennt man ja. Und Ende aus. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Siehst du mal, wenn das, wenn das ausgekleidet ist, dann hat man es ja schon fertig gemacht und dann sieht es auch schon mal gut aus. Na also. Jetzt geht's hier noch ein bisschen runter. Das war ja die 10er-Ebene, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann laufen wir hier mal ein bisschen im Kreis rum. Sehr schön. Ja, so hat das schon Stil. Oh, hier ist sogar Eisen, das ist sehr geil. Na, das kann natürlich nie schaden. Ich mache gerade mal die 10er-Ebene fertig. So. Weil wenn ich jetzt noch weiter runtergehen würde oder so, die Steine hinsetze, dann kann es sein, dass ich mich nur verwirre. Deswegen immer Schritt für Schritt. Alles klar, super. Das haben wir jetzt, ist jetzt hier die 10er-Ebene, das heißt, wir müssen jetzt noch 6 weiter runter. Also 1, Moment, 1, 2, 3, 4. Ja, das sind 4, ne? Kleiden wir auch gerade mal aus, bevor ich wieder einen Fehler mache. Zack, 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 zack. So, ja. Das kann man jetzt nochmal hier gerade machen. Also wer das nachbauen will, meine Freunde, wartet noch ab. Wer weiß, ob das wirklich so effektiv und so toll ist, wie ich mir gerade denke. Normalerweise müsste es so sein, aber ne, was ja so müsste und was das in Wirklichkeit am Ende ist, das sind immer so 2 verschiedene Dinge leider. Die Planung ist gut, die Umsetzung ist dann wieder Katastrophe meistens. Da habe ich, glaube ich, gerade eine kleine Reihe zu viel abgemacht, aber das ist ja egal. Ist ja egal. So, zack, zack, zack. Ja, ich kleide jetzt einfach raus mit Stein, ist ja uninteressant. Wird das Auge nicht sichtbar, für die Gedanken schon. Und da jetzt, Moment. Ach, hier habe ich auch schon weitergemacht. Ja, korrekt. Dann geht's ja hier richtig voran, hier hätte ich nicht erwartet. Das ist jetzt, nee, warte mal, das war jetzt noch gar nicht 14. 14 war hier unten, ne? Ja, ja, ja. Seht ihr, wie leicht man sich da verwirren lassen kann? Wenn man da mal nicht aufpasst, dann ist man echt aufgeschmissen, meine lieben Freunde. Das ist dann doof. Ja, und wenn man es mal so will, ist ja die Farm hinterher dann schon fertig, ne? Also es gibt nicht mehr großartig was zu tun. Die werden dann spawnen, werden dann hier runterfallen. Mit dem Wasserlauf natürlich, den müssen wir natürlich noch machen, ist ja klar. Ohne Wasserlauf wäre es ein bisschen doof. Und dann laufen die einfach oben rum und sagen, kannst du uns mal, wir kommen nicht runter. Aber das müssen wir halt ändern, ne? Die planschen gerne, deswegen fallen sie dann gerne runter und dann freuen sie sich immer so, ja, Wasserrutsche und dann sind sie tot. Ja, okay, fast tot. Haben nur alles gebrochen, so ihre süßen Stelzis und dann ist alles erledigt. Aber am Ende wird das schon gehen. So, jetzt haben wir hier die 14er Ebene. Jetzt kommen nur noch 2. Ist eigentlich total simpel, oder? Ach, habe ich sogar schon sozusagen hier markiert, wusste ich gar nicht. Na gut. Da wollen wir mal. Weil, soweit ich mich erinnern konnte, bin ich einfach nur runtergegraben. Oder habe ich einfach nur runtergegraben, ohne zu zählen, oder? Oder doch? Ja, okay, ich muss gezählt haben, weil wenn das jetzt nur Zufall wäre, dass ich nicht gezählt habe, Hilfe, dann wäre das ja echt krass. Aber nein, nein, ich glaube, ich habe gezählt. Ich glaube, ich kann mich da so grob erinnern. Minimal. So, gleich geschafft, meine Lieben. Geil. Da bin ich mal gespannt, weil dann kriegt man ja natürlich auch den ihre Spinnaugen. Für Gifttränke, es war nur für PvP interessant, aber naja. Weiß ich gar nicht. Kann man den Ender Dragon mit so Gifttränken fertig machen? Ich würde mal eher nein sagen, aber man weiß ja nie. So, das hat jetzt schon mal stattgefunden. Moment, ich glaube, ich habe sogar einen kleinen Fehler gemacht. Weil hier ist ja die Plattform, wo sie landen. Das heißt, ja, wartet. Genau, das ist ja dann unsere Ebene sozusagen. Also hier werden wir dann stehen. So sieht's aus, so sieht's aus. Das machen wir jetzt so. Alles ein bisschen taktisch. Das kann auch mal gerade weg nochmal. So. Genau. Sehr schön. Das heißt ja jetzt, hier ist die Plattform, wo sie landen werden. Die kann man jetzt mal gerade so grob hinsetzen. So.
Alter, diese Fackel, die ist auch immer so super platziert bei mir, ne? Zack, zack, zack. Das heißt, hier ist der 16. Block. Hier werden sie landen. Da werden sie schön Schmerzen haben. Das ist doch schon mal wunderbar. Und sie kommen ja nur raus, wenn sie zwei Blöcke Platz haben. Boah, wir brauchen ganz schön Spitzhacken, ne? Hätte ich nicht gedacht. Also, dann machen wir das mal so. Machen wir das so. Ja, genau so muss es sein. Geil. Ist ja ein Traum, meine lieben Freunde. Und gleich werden wir hier also noch so einen hinteren Raum machen, sozusagen. Erstmal nur so einen Block weit. Fail. So. Jetzt, genau. Da werden nämlich hier hinten die Spitzhacken hinkommen. Die Spitzhacken, genau. Die Fackeln hinkommen, damit man halt Licht hat und trotzdem nicht zu viel beeinflusst wird von hier oben. Das ist wichtig. Warte, kann man hier schön ausleuchten, wie man halt lustig ist. Das ist gar kein Problem mehr. Das ist keine Schwäche, das ist alles super so. So. Warte, hier habe ich noch vergessen. Zack, zack. Ah, warte. Ah, Hilfe. Jetzt. Na, sehr gut. Das geht doch böse voran hier. Hätte ich nicht erwartet. Kann man schon bald testen, so wie es aussieht. So, weil die kommen ja hier nicht durch. Dann kannst du einfach schön schlagen. So bam, bam, bam. Hast Pech gehabt, blöde Spinne. Ende. Thema beendet. Ja, man könnte es natürlich noch ein bisschen effektiver machen, eventuell. Also jetzt hier diese, ich nenne sie mal Tötungsplattform. Gibt bestimmt noch schönere oder bessere Methoden, aber mir fällt gerade so nichts ein. Aber lässt sich ja hier unten noch alles ändern, ne? Hauptsache die Höhe stimmt, das muss man erstmal testen. Wenn das nicht stimmt, wäre es ein bisschen mies. So, sehr geil. Optisch kann man das jetzt erstmal noch so lassen, das ist jetzt uninteressant. Auf jeden Fall macht es Sinn, ne? Wir müssen jetzt oben noch die Fackel wegklatschen. Und vor allem brauchen wir mal eine Treppe nach oben, Alter, das ist ja mies. Warte mal. Ich sehe gerade, dass es hier einen Tunnelgang gibt, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste man mal herausfinden. Vielleicht kommt man von da gerade hin. Da könnte man auch so, ja, ohne viel Rumgegrabe einen Weg nach oben machen. Steht aber noch in den Sternen. Momentan sieht es ein bisschen bitter aus. Warte mal, wir leuchten aus. Oh, Eisen gefunden. Eisen, ja. Kann man ja gerade mal mitnehmen, ne? Also, Eisenmangel sollte uns nicht mehr passieren im besten Falle. Wenn ich zumindest so cool am Leben bleibe. Aber ist ja egal, meine Freunde. Ich würde sagen, das werden wir alles in der nächsten Folge testen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.